So, letzte Folge sind wir richtig weit gekommen, bis zum Kalkulator nämlich. Und ja, jetzt möchte ich gerne natürlich hier den Weg auch wieder hoch. Und wir müssen mal gucken, ist der Stone Separator, den sollen wir bauen. Und dafür brauchen wir Reinforced Stone. Das kann ich wohl am Kalkulator machen, indem ich einfach Stein und Holz miteinander vermische oder was? Stone. Und Wood Planks. Siehst du? Bisschen Stein nehme ich hier mal ruhig noch mal raus. So langsam müsste ich auch richtig viel Erze bekommen haben. Ore. Iron. Das Iron wird noch nicht geschmolzen. Warum nicht? Oh, er macht. Es dauert einfach nur. Geht etwas langsamer als erwartet. Und dann mal aufmachen den Kalkulator. Stein und Holz. Falsches Rezept. Kobbel. Mann, doch nicht so viel. So. Ah ja. Reinforced. Reinforced Stone. Wir machen mal am besten ein bisschen mehr. Plank. Kalkulator. Okay. Dann brauchen wir zwei von diesen Zellen und ein Reinforced Iron Ingot. Das machen wir am Kalkulator aus Eisen und Reinforced Stone. Okay. Da würde man sich jetzt wünschen, ich hätte mehr Eisen. Verdoppeln wir mal kurz die Produktionsgeschwindigkeit. Naja, ich muss ja keinen ganzen Stack machen. So. Und dann brauchen wir zwei Power Cubes. Power Cubes. Eins. Oh, es fehlt noch ein bisschen Mystic Iron Ingot. Mystic Iron Block. Auch nicht. Zwar Raw Mystic Iron Ingot. Dafür brauche ich Heavy Ingot. Und dafür brauche ich Lump. Und dafür brauche ich auch noch durchbrennen. Komm. Ich brauche mehr Brenner. Noch mehr Brenner. Habe ich nicht mal einen Ofen hier oder was? So, dann haben wir den
Stone Separator gleich fertig. Analyzing Chamber. Okay. Also, Power Cube. Zweiter. Und jetzt Stone Separator. Was? Ihr habt doch zwei Power Cubes. So, was ist das Ding? Das muss doch sicher auch. Das brauche ich ab RF wieder, ne? Hier ist noch RF. Ich brauche Power Cable. Pipe von Inspirations. Na, mal sehen, was er sagt. Scientific Calculator. Ich soll den bauen, den Scientific Calculator. Enriched Gold. Star. Warte mal, erstmal muss ich doch gucken, wie ich das Ding hier lade, oder? Stone Separator. Schade, dass es nicht so direkt geht. Am besten, ich baue mal noch so ein zweites Ember-Aktivator-Ding. Richtig? Ember-Aktivator. Dann ein Hopper. Dann ein bisschen Ember. Und dann einen Emitter. Ach, dafür brauche ich wieder so Pflaumen. Gut, da habe ich ja jetzt welche. Da habe ich eine zumindest. Ich habe sogar noch mehr. Einen Emitter und einen Receiver. Ne, sie ist nicht Receiver, sie ist Rezeptor. Habe ich noch welche, oder? Ich habe doch vorhin vier extra Stück gebaut. Receptor. Okay. Wollen wir das direkt daneben bauen? Oder hier? Ich würde ja fast sagen hier. Das ist ja der ganze Power Mist jetzt. Oh, irgendwas ist hier abgehauen, ne? Sechs, sieben, acht, neun, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Da muss der Crafting Table eben mal kurz dran glauben. Der Ofen, das. Komm, einmal untenrum ordentlich.
Und dann kann ich die Mitte wegmachen, direkt mit einem Klick. Bucket. So, dann sind wir die Lava auch los, blubbert es nicht mehr so rum. Stone und dann würde ich sagen Quarz auch. So, haben wir erledigt. Also, Ember Aktivator, der soll Powergeber sein für alle möglichen Elf-Geräte. Brauchen wir ein bisschen Kohle. Der Ember natürlich. Und na warte mal. Vielleicht lieber nach hinten. Hier, nach da. Rein und Ember Emitter. Dann machen wir hier mal den. Ich hätte doch so eine Batterie. Ah, genau hier. Da ich ja noch nicht weiß, wie man eine Cubes macht. Also den Power Cube zum Aufladen. Ich gucke erstmal, ob man den Stone Separator auch. Den auch so aufladen kann. So. Switch noch an. Schalter. Das Ding glät. Stone Separator. Ich guck mal, ob man es abreißen kann und ob er die Energie dann behält. Nicht, dass ich das jetzt vollkommen umsonst. Ja, der behält die Energie. Das ist ja der Hammer. Gut. Ach, er hat sich direkt die Quelle gemerkt. Sehr gut. Batterie. Und so. Schalter. So, dann habe ich erstmal eine Batterie. Die ist ja eh schon voll. Wenn die voll ist, dann muss ich hier nichts reinballern. Anders aus. So, hier ist auch voll. Also bräuchte das auch nicht länger.
mal teil. So, hier verbrutzelt ja auch nichts. Das ist jetzt hier drin ja auch gespeichert. Denke ich mal. Gut, also weiter im Programm. Was kann ich mit dem Stone Separator denn machen? Irgendwas mit Lapis wahrscheinlich. Zeig mal, hat der Rezepte? Remove Circuits. Pause. Stone Separator. Machine Stats. Speed 200 Ticks. Ja, geil. Aber egal, wir machen einfach mal weiter. Scientific Calculator. Dafür brauche ich Enriched Gold. Und das mache ich am Stone Separator. Ich nehme also Golderz direkt. Goldohr. Okay, fuck, Goldohr. Da muss ich ja unbedingt jetzt mal aufhören, das Gold und das Eisen hier zu brennen. Nehme ich das mal erst raus, damit ein bisschen Golderz entsteht. Goldohr. Gut zu wissen. Müssten eigentlich Golderz entstehen durch den Atomic Reshaper, der die ganze Zeit aus Stein auch Erze macht. Ohre. Dauert kurz. Für den Rest brauche ich Reinforced Stone. Den Rest habe ich schon mehr oder weniger mal gecraftet, denke ich. Wie heißt das Ding? Scientific Calculator. Also, Calculator Screen. Kann ich bauen. Gold, Ingots kriege ich gleich. Den Stone habe ich. Die Dinge habe ich auch schon. Uhr. Warte mal. Das ist ja auch Quatsch. Ich muss ja hier. Hier, ich darf in der Ore Refinery. Darf ich es auch nicht. Mehr hin tun. Er macht ja trotzdem die ganze Zeit Pulver sonst daraus. So. Jetzt. Und der Reaktor ist die ganze Zeit leer, ne? Ein bisschen Gemüse ist hier trotzdem reingeraten. Wenn ich das jetzt da rein tue, dann erzeuge ich kein Gold. Das war ich total kontraproduktiv. Warte mal, da gehe ich nochmal zurück. Ich will doch jetzt gar nicht, dass das Ding an ist. Aus. Eins hat er schon mal. Das tue ich hier rein, oder was? Oha. Oh, ich bekomme direkt viel raus. Gut, dann perfekt.
Small Stone. Also, Scientific Kalkulator. Den muss ich ganz frisch schon wieder aufladen. Doch nicht da, hier. Okay. Ich bekomme irgendein Essen. Irgendein Stuhl. Und jetzt baue ich den Starch-Extraktor, den Stärke-Extraktor. For power generation beyond using embers requires bowls. Warte mal. A good early option for power generation beyond using embers requires both a form of starch, potato sweet, and a furnace fuel to operate. Das hört sich eigentlich ganz gut an. Aber brauchen wir nicht. Können wir erstmal sein lassen. Weil wir machen ja eh Ember. So, Algorithmen-Separator. Advanced Power Cube, Reinforced Iron Block. Oha. Reinforced Iron, Kalkulator, Stone Separator. Wir brauchen Iron. So. Wie heißt denn dieses Modpack hier? Was ist das? Kalkulator. Das Modpack heißt direkt Kalkulator. Oha. Hier gibt es über einiges. Speed Upgrade. Enriched Gold. Atomic Binder. Enriched Gold. Ah, ich könnte ein bisschen Speed Upgrades machen, theoretisch. Das mal so zum. Da war. Redstone. Ich habe gar nicht mehr viel. Komm, ich zerballer mal einen Stack Redstone. Nebenbei. Gold. Ich mache einen Stack Gold. Und da mache ich am Kalkulator. Enriched Gold. So. Und Speed. Speed Upgrade. Und Speed Upgrade. Kann ich hier reinhauen? Nee, erstmal nicht, ne? Ich dachte vielleicht so mit Shift. Oh. Accepted Upgrades ändern die Speed Transfer. Jetzt ist doch Speed. Upgrade für den Atomic Kalkulator, krass. Okay, brauchen wir vielleicht ein bisschen später. Ich hau es erstmal hier rein wieder. Jetzt ungeduldig gewesen. Wir haben jetzt schon das Eisen, denke ich mal. 36.
und davon brauchen wir 4 Blöcke. Das sind ja genau. Das sind ja genau die, ne? 4. Nein, jetzt habe ich doch 7 gemacht. Zwei Advanced Power Cubes. Okay, okay, jetzt wird es aber richtig krass hier. Redstone Ingot. Redstone Ingot Block. Am Algorithmen-Separator kann ich das machen. Den habe ich doch noch gar nicht. Den will ich doch erbauen. Verarschen. Achso, ich kann es auch am Scientific machen. Also Eisen durch Redstone. Eisen durch Redstone. Scientific. Hat er aufgeladen? Jo. Okay. Habe ich. Das heißt, wir brauchen noch 2 Power Cubes scheinbar. Und da fehlt wieder irgendwas. Sora-Stil. Ich habe nicht genug Sora-Stil, ne? Ich brauche mindestens 8. Ich habe nur 5. Mist. Gut. Sora-Stil Ingot. Raw. Wir brauchen mehr Rohes. Komm, machen wir mal voll hier. 27. Dann bräuchte ich spätestens jetzt die Kohle, ne? Gut. Nicht doch den Kalkulator hinschmeißen. Dann muss ich jetzt mal ein bisschen Holz durchbrennen. Für Charcoal. Vielleicht gibt es auch noch eine bessere Möglichkeit, an Charcoal zu kommen. Holz, Holz, Holz. Chemical Combiner. Burning Items. Was? Moment. Aber doch nicht. Als ob das jetzt geht. Es war anzünden gemeint, ne? Flint, mit Flint und Stil. Ganz bestimmt. Sag mal her. Nein, nein, nein. Zeig mal her, passiert dir was? Vielleicht nicht mit dem Holz, ne? Top. 40 Ticks. Ja, nur dieses Holz. Das war das falsche Holz.
Ich habe kein anderes mehr. Ich könnte also noch mal ganz viele Bäume pflanzen, theoretisch. Die alle abernten. Hier oben vielleicht mal Platz. Ich brauche so viel Kohle noch, ne? Deswegen ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Also wenn ich da wirklich aus einem Holz... Das wäre ja krass. Wenn ich aus einem Block tatsächlich einen Block Kohle machen kann, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Irgendwas muss mal wachsen. Hock. Okay. Inventar voll. Lass mal die mal wachsen. Hol die mal ein bisschen später ab. Aber ich mache mal gleich den Test hier oben. Oh, aua. Sieht gar nicht so aus, ne? 40 Ticks. Das müssten schon längst vorbei sein. Das Rezept lügt mich an. Smelting im Ofen, Smelting. So, aber hier, da. Achso, da kommt auch noch eine Kohle raus. Ach, dann kann man das. Klar, verstehe. Totaler Quatsch. Ich kriege jetzt hier einfach 8 Kohle raus, wenn ich es in die Lava schmeiße. Inzwischen haben wir aber 60 und die kann ich grinden. Trotzdem gut.
So, wir wollten ja machen Sora-Stil. Verballern wir die doch erstmal, ne? Da brauchen wir Clay. Gunpowder. Es stand hier nicht, ne? Es stand ja hier gar nicht. So heißt hier. Ach, warte mal, ich kann es auf dem Taschenrechner machen. Mit Energy und Dust. Na bitte. Kann ich den Rest hier getrost wieder zurücktun. Im Vielleicht doch ein Scientific. Ja. Nice. Okay, und damit sollte ich machen die Blöcke. Das war ich 36 davon. So, jetzt habe ich hier wieder Iron, ganz viel, ne? Platte kann hier wieder rein, ne? Also ist das Zucker soll ja geschmolzen werden. Also aus meinem Eisenpulver wird jetzt wieder Eisen, aber Eisenerze behalte ich erstmal so ein paar. Ich brauche noch Sora. Sora Leaves. Kein Bohnenmehl mehr. Dass ich immer noch kein Bohnenmehl habe. Automatisches. Vielleicht habe ich das inzwischen. Bohnen hier. Ein Squeezer. Ein Grinder. Am Squeezer könnte ich aus einem Knochenbohnen mir machen. Vielleicht geht das ja. Ist auch deaktiviert. Wahrscheinlich geht es nur am mechanischen Squeezer.
Jetzt. Geht nicht. Der ist komplett deaktiviert, ne? Der Squeezer. Geht für nix. Könnte ich denn inzwischen eigentlich den richtigen bauen? Bräuchte ich halt hiervon nochmal. Eins, zwei. Ein. Ja, ich bräuchte halt noch ein paar mehr von den Dingern, ne? Jetzt brauche ich beides, Zora und Mendril und Bodenmehl. Alles auf einmal. Aber am wichtigsten ja eigentlich, ich wollte ja gerade den Squeezer bauen für Bodenmehl. Also, soll ich die Mendrilsa bringen, nicht dabei? Manchmal geht das Excavate einfach nicht. So. Bin komplett voll, ne? Weil er hier mal überall Mendrilsaatlinge hin.
Mein Inventar ist zu voll. Ich lerne es mal kurz aus. So. Was ist denn das für ein großer Mutantenbaum hier? Warum geht Excavate nicht? Ach, vielleicht darf man nicht Shift drücken oder was? Ist immer noch was. Ja, man darf scheinbar nicht Excavate, man darf nicht Shift drücken für Excavate. Ja, ich brauche noch ein bisschen mehr Holz. Kann ich noch irgendwas wegwerfen?
Ja, okay. Vielleicht reicht es ja schon. Also, Squeezer. Ich hoffe, dass der nicht disabled ist. Davon brauche ich noch eins. Also brauche ich noch zwei von diesen Blöcken. Es fehlen immer noch drei oder vier davon. Ne? Drei oder vier Blätter haben jetzt gefehlt. Zwei von den Blöcken habe ich. Das muss man auf jeden Fall automatisieren, normalerweise. Aber es ist nicht so einfach. Ich kenne ja die ganzen Modpacks gar nicht. Das reicht doch jetzt aber. Was machen eigentlich unsere Flaumen? Eine, 27, 21, 2. Lustig. Okay, jetzt habe ich den zweiten und Diamond Squeezer. Obsidian fehlt noch. Echt? Okay. Wir brauchen echt ein Obsidian. Das fällt sicher in die Lava rein. Ich wusste es. Nein, 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 nein. Uff. Okay. Ja, ich hab's verstanden. Dann ebenso. Hey, meine Hacke ist bald hinüber. Die muss ich bald mal reparieren. Machen wir mal direkt vier, damit ich meinen Lava-Platz wieder habe. Und den habe ich mich so gewöhnt.
Ja, ich könnte auch einen richtigen Eimer nehmen, ich weiß. Nur die Harten kommen im Garten. So. Also, jetzt bitte mach mit dem Bödenskwieser. Was fehlt denn noch? Ich hab doch alles dafür, Mann. Squeezer. Der normale Squeezer. Mechanical Squeezer. So, wo war jetzt dieses andere Teil, wo man es reinpressen muss? Bazeng, Barrel. Bucket. Mechanical Drying Buzzing. Nein, ich brauche auch noch ein Mechanical Drying Buzzing. Ich nehme erstmal das normale Drying Buzzing. Mal gucken, ob was da passiert. So. Das braucht auch wieder RF. Switch. Das hieß doch nicht Switch, das Ding, ne? Knight Lever. Ich brauche das Drying-Bassin, das Richtige, ne? So. Krieg's bloß nicht raus hier, ne? Aber ich bekomme Resin und das. Na, dann kann ich doch sofort die Dinger bauen. Die anderen Batterien. Nickel Drying Buzzing. 1, 2, 3, 4. Eins, zwei. Obsidian habe ich auch. Jetzt brauche ich auch noch das Drying Buzzing. Nicht doch. Nicht doch.
Ich hab doch alles. Battery. Obsidian. So. Oha. Jetzt kommt sozusagen die Flüssigkeit. Ach nee, nur die Power. Ach so. Ach so. Ach so. Aus Dirt kann ich Coarse Dirt machen. Geil. Red Sand. Sponge. Aus Lava kann ich Magma Block machen. Und aus Menhriel, aus 1000 Menhriel kann ich Block of Crystallized Menhriel machen. Und hier habe ich ja jetzt super viel Menhrie schon drinne. Oha, das war echt eine tolle Idee. Wie bekomme ich denn die Fluid Pipe darüber? Also wie bekomme ich das Menhrie da rein? Fluidpipe. Flutextraktor. Und zieh dir das mal rein. Viel eher versuchen sollen zu bauen. Ich war beim Sora-Stil, ne? Aber ich muss jetzt erstmal unbedingt noch versuchen, dieses Holz mit Hoppern und so. Könnte das natürlich auch. Alles per Computer machen, aber. Oha.
reich. Wie kriege ich das hier raus? Könnte es natürlich einfach da drüben aufbauen und dann an das Kabel ran tun, ne? Aber ich will das lieber per Hand machen. Flutpipe. Itempipe. Mache ich nochmal Item Pipe. Eggs. Extractor Pipe. Granit. Habe ich keine Granitplatten mehr gehabt. Es gehen auch wahrscheinlich die normalen Redstone lieber, ne? So. Item Extractor. Item Extractor. Und Kabel. Was? Achso, ist Fruit Pipe, ne? Item Pipe. Oh, jetzt sind wir wieder das Granit. Ich wäre wahrscheinlich doch schneller mit dem ME-System da gewesen, ne? Item Pipe, aber ich brauche eh noch Item Pipes. Zurück kommt jetzt nicht raus. Steckt hier fest, ne? Ich hab's mir fast gedacht. Gut. Aber holla die Waldfee.
Das geht ja richtig ab mit dem Holz. Jetzt habe ich gar kein Holz mehr. Es ging so schnell. Jetzt habe ich es voll umsonst gebaut. Wo ich kann auch andere Sachen damit extrakten. Das ist ja auch alles das Zeug hier, ne? So, super geile Maschine. Was das zerquetsche ich als nächstes? Oh, hier ist noch ganz viel. Dann mache ich jetzt erstmal weiter mit dem Algorithmen-Separator. Advanced Power Cube. Engine Brick. Gar nicht erklärt, wie man Engine Brick macht. Unique Crops. Da muss ich dann wahrscheinlich von hier oben lang, oder was? Das werden wahrscheinlich irgendwelche Pflanzen sein, ne? Power Seeds. Hexe Seeds. Akusa Seed. Okay, wow. Na, das ist auf jeden Fall was für die nächste Folge, würde ich sagen, oder? Das rausfinden und vielleicht mal die ganzen neuen Pflanzen bauen mit dem neuen Crafting Table. Wir brauchen einen neuen Platz für den Crafting Table. Was wäre denn hier hinten los? Na, das ist ja. Braucht man so seltene Dinge? Ich glaube, 100 Mal schon umgestellt, das Ding.
Oh Mann. Ich bin reich. Kann ich ja dann demnächst eine Kiste mitmachen, ne? So, also hier für das Ding. Ich will jetzt noch wissen, was kann ich hier noch weiter squeezen? Knochen doch sicher, oder? Nein, ich kann damit auch Gravel machen. Ich kann aber den ganzen Redstone zerquetschen. Alles. Das ist gar kein Squeezer, das ist ein Crusher. Irgendwie. Blut. Undead Lock. Wo komme ich denn Undead Lock? Evilcraft. Poison. Hier, aus Knochen, das wollte ich machen. Ist die Power, ne? Steht doch als Rezept hier. Da ist das wohl disabled. Wicked Kokos. Lock of Curse, der ist Kokos. Okay. Okay. Nices Teil. Was kann ich an dem Drying Basing noch machen? Wie gesagt, Leder aus Rotten Flash. Rotten Flash. Oh, warte mal, ich kann Rotten Flash herstellen aus ein bisschen Zucker, Bad Pop und Wasser.
Könnte ich ja Leder machen. Und was ist Bed Pop? Hello, I'm Bed Pop. Okay, soweit ich das weiß, kann ich also auch Leder machen. Glas machen. Und mit Mineral Glas. Tanks machen. Zum Beispiel. Stable Glass. Flawless Calculator. Flawless Glass. Damit kann ich Sand machen, okay. Lustig. Lustiger Kombination. Puh, krass. Schade, dass es mit den Knochen nicht geht. Das war ja eigentlich der einzige Grund, warum ich das Ding gebaut habe. Aber jetzt habe ich wenigstens genug Materialien für mein ganzes Netzwerk. Ja, dann mache ich jetzt erstmal Schluss für heute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst mir noch gerne ein Abo da oder einen Daumen hoch. Und ja, nächstes Mal versuche ich immer weiter hochzukommen. Tschüss.